Marktausblick für den Tag. So wie üblich starten wir mit den Wirtschaftskalender. Es gibt heute einige interessante Zahlen und zwar um 10:30 Uhr. Wir schauen gleich mal rein hier aus Großbritannien. Das ist eine ganze Latte an Zahlen. Vor allem hier der Erzeugerpreisindex, der Verbraucherpreisindex, sehr wichtige Kennzahlen, vor allem der Verbraucherpreisindex, da bewegen wir uns im Bereich dieser Inflationsthematik. Das spielt natürlich für die Bank of England eine gewaltige Rolle. Aber wir müssen natürlich immer ein bisschen im Hinterkopf behalten, okay, Brexit-Thematik nächste Woche, ja, es ist alles ein bisschen unsicher. Deswegen mache ich zum Beispiel zurzeit auch wenig Britisch-Pfund-Analysen. Es ist immer mal was kurz, was mittelfristiges dabei. Aber ich möchte hier unseren Zuschauern bzw. unseren Followern nicht zu viel zumuten, was jetzt auch die Positionierung im eigenen Handelskonto angeht. Ja, beispielsweise bei unserem Broker bei Active Trades wurde oder wird ab dem 19. Ab der oder ab ja, Handelsbeginn am 19.06. die Margin angehoben und zwar um das Vierfache bei allen Britisch-Pfund-Paaren. Das ist richtig, das ist okay, das ist, muss man verstehen. Aber wenn man jetzt zu viel positioniert ist oder zu viele Positionierungen im Britisch-Pfund drin hat, dann kann das natürlich gefährlich werden fürs eigene Konto, wenn auf einmal die Margin so angehoben wird. Möglicherweise hat man nicht genug Margin und dann werden die Positionen zwangsgeschlossen. Und das will natürlich keiner, das gefährdet das Konto. Und ja, deshalb fahre ich aktuell die Britisch-Pfund-Analysen ein wenig zurück, um da keinen zu verleiten. So, um 14:30 Uhr dann heute noch Controlling des Einzelhandels bzw. die Einzelhandelsumsätze insgesamt und exklusive der Automobilindustrie. Hier um 14:30 Uhr aus den USA. Sowie als auch Export- und Importpreisindex. Und dann hätten wir es auch eigentlich geschafft für den heutigen Tag. Also wie gesagt, hier die Einzelhandelsumsätze aus den USA, sehr wichtige Thematik. Bitte dran denken, Einzelhandel, sprich Binnenwirtschaft in den USA, ein unglaublich wertvoller Faktor, beziehungsweise wenn dieser schwächelt, dann bringt das natürlich Probleme mit sich und der US-Dollar sollte entsprechend reagieren. So, jetzt schauen wir uns aber mal den australischen Dollar, US-Dollar an. Das soll heute das Thema sein. Ich muss bloß mal diese vielen, vielen Widerstände hier entfernen. Vielleicht erinnert sich der ein oder andere, wir hatten ja die erste Positionierung hier in den Markt gebracht. Das Ganze wurde dann hier oben gehedged, als der Kurs wieder in diesen Trendkanal hineinfiel. Und dann hatten wir jüngst zwei Positionierungen in den Markt gebracht. Ich zeige es nochmal kurz hier, als der Kurs sich hier stabilisieren konnte, beziehungsweise als dieser abwärtsgerichtete Trendkanal noch einmal getestet wurde. Diese zwei Positionierungen sind auch entfernt worden, als der Kurs hier durch die letzten Supports durchgekracht ist. Und damit hätten wir ungefähr, was waren das hier, 250 bzw. 300 Pip, also so 550 Pip konnten wir hier rausziehen. Und das ist natürlich höchst erfreulich, ein wunderbares Ergebnis und schlägt auch definitiv hier das Mindest-CRV von 3 zu 1 um ein Vielfaches. Was erwarten wir uns jetzt? Ich hatte ja bereits gesagt, dass ich mir noch einmal eine größere Korrektur wünsche, um im besten Fall einfach nochmal bullish positioniert zu sein, beziehungsweise sich dann bullish zu positionieren. Und jetzt sehen wir diese Korrektur. Der Kurs hat wunderbar übertrieben. Also es ist wirklich wahnsinnig gewesen, wie er hier hochgerannt ist, hat sich aber hier sukzessive von den Bollinger Bands entfernt, vom Upper Bollinger Band, ist in die Mitte gerückt und demnach war schon klar, was uns hier schwant, beziehungsweise was hier Sache ist. Gleichzeitig am Widerstand gescheitert bei circa 0,75. Und jetzt aktuell, wie gesagt, auch noch weiter auf dem oder im Rückwärtsgang. Ich rechne auch noch mit weiterem Korrekturmomentum und zwar mindestens hier zunächst bis zum 15 getracen bei 0,73250 ungefähr. Die nächste Etappe dann das 61,8 retracen bei ca. 0,72850. Also alles rund um diese markante aufwärtsgerichtete Trendlinie. Das wird nochmal interessant. Und hier sehen wir vielleicht sogar nochmal einen Rückwärtsgang, zumindest temporär. Ja? Also ich gehe nicht davon aus, dass es sich an dieser Trendlinie bereits wieder nachhaltig stabilisiert. Dafür ist der Aufwärtstrend einfach zu stark gewesen und ich gehe davon aus, dass die Korrektur noch größer ausfallen könnte. Aber an diesem Punkt vorerst mit einer Gegenbewegung zu rechnen, ist vielleicht nicht die schlechteste Idee. Ja? Das würde ich auf jeden Fall mal im Hinterkopf behalten. Diese Trendlinie, die sich hier abzeichnet, ich kann es mal ein bisschen ranzoomen, hier auf dem H4-Chart, die ist natürlich interessant. Und die könnte dann in diesem Fall noch einmal getestet werden. Ja, wir gehen jetzt einfach mal davon aus, okay, der Kurs, der rast jetzt nochmal runter bis zu dieser Trendlinie. Dann kann er sich stabilisieren, läuft nochmal zurück und im besten Fall fällt er noch weiter runter. Und zwar irgendwo hier in diesen Unterstützungsbereich.
in diesen horizontalen Unterstützungsbereich. Ich mache ihn mal recht breit. Dann, wenn er sich hier irgendwo wieder stabilisieren kann, das wäre, wie gesagt, sehr, sehr erfreulich und dann würde ich mich gerne noch einmal positionieren. Oder aber die Korrektur fällt noch weiter aus und wir sehen möglicherweise einen Rückwärtsgang noch einmal auf die 0,71. Ich runde es mal auf die 0,7140, ja, dass wir diese temporäre Bodenbildung noch einmal testen. Das wäre das Alternativszenario, ja, dass die Korrektur vielleicht sogar noch ein Stück weit weitergeht. Das wirft natürlich die Frage auf, ob man sich hier short positionieren kann. Ich sage ja, aber wir müssen auf die entsprechenden Signale warten. Das ist die Bedingung, logischerweise. Ja, dass wir jetzt beispielsweise hier auf den Retest dieser Trendlinie warten und so weiter. Also dieses ganze übliche Prozedere, das würde ich schon auf jeden Fall abwarten. Und erst dann hier etwaige Trade-Entscheidungen treffen. Jetzt allein hier auf Basis dieses kleinen Ausbruchs, jetzt haben wir gleich noch diesen H444er EMA hier im Weg. Also da würde ich mich jetzt hier nicht engagieren, auf Teufel komm raus hier irgendwie im Trüben fischen. Das finde ich nicht gerechtfertigt und das finde ich auch sehr, sehr waghalsig. Klar, man könnte jetzt wieder spekulieren, handelt es sich hier um eine SKS? Ja, wir hatten ja einen starken Aufwärtstrend. Das heißt nicht, dass der ganze Trend jetzt hier umkippt und hier in Richtung. In Richtung 0,20 läuft, ja, das soll es ja nicht bedeuten. Das wäre einfach eine kleine SKS zum Beispiel auf H4-Niveau, was letztendlich nicht viel bedeutet. Aber mit solchen Spekulationen aktuell wäre ich sehr, sehr vorsichtig. Die schönste wäre es nicht, die schönste SKS ist alles ein bisschen, naja, zwiespältig und deshalb, wie gesagt, diese Unterstützungsbereiche, die ich hier benannt habe, zum einen diese markante aufwärtsgerichtete Trendlinie und diese horizontale Unterstützungsbereich. Die zwei Bereiche wollen wir im Auge behalten und dann könnten wir uns noch einmal bullish positionieren. Ziel dieses bullischen Engagements wäre es dann, diesen großen aufwärtsgerichteten Trendkanal zu erreichen. Sprich, sich beispielsweise hier irgendwo, wie gesagt, oder wenn diese Bodenbildung an diesem Punkt noch einmal forciert wird, sich hier zu engagieren und das Ganze dann hier hoch zu traden. Wo der dann an dieser Trendlinie oder auf diesem Trendkanal auftrifft, das können wir jetzt aktuell noch nicht sagen, das ist klar, aber Fakt ist, dass das nächste realistische Kursziel, welches uns dann erwartet, auf jeden Fall erst einmal dieser ehemalige Supportbereich sein sollte, welcher noch nicht getestet worden ist. Ja, und da sprechen wir ja schon, wenn wir jetzt wirklich hier sehr optimistisch sind, dass wir hier unten reinkommen, da sprechen wir bereits über 450 Pip. Ja, und die Stop-Loss-Thematik wird hier relativ überschaubar sein, nehme ich an. Hier mit ungefähr 60, 70 Pip müssen wir sehen, wo er auftrifft, was er für Spikes bildet. Und ja, dann sieht die ganze Sache natürlich nochmal anders aus, beziehungsweise sieht dann besser aus, was die CRV-Thematik angeht. So, in diesem Sinne haben wir schon wieder die Möglichkeit auf kurzfristige und mittelfristige Engagements im Australisch-Dollar, US-Dollar. Erst vielleicht Short, dann wieder Long. Wir werden sehen. Ich wünsche viel Erfolg dabei und einen guten Start in den neuen Handelstag. Tschüss.